Eieiei. Kennst du das? Du weißt nicht sicher, ob du schon mal etwas durchgekaut hast oder ob du ein Déjà-vu hast. Hey, ich bin Joe Vogel. Ihr habt mich gefragt und ich werde heute antworten, was ich in eine Seven vs. Wild 1 Liter Nalgene packen würde. Dass es gar nicht so viel wäre und was ich von diesem Konzept insgesamt halte, erfährst du heute. Wir haben uns in diesem Video mit den Grundbedürfnissen des Survivals oder den Survival-Prioritäten beschäftigt. Die sind Feuer, Wasser, Shelter und Nahrung. Diese Bedürfnisse müssen in einem Survival-Notfall innerhalb der ersten 1 bis 2 Tage zumindest rudimentär abgedeckt worden sein. Und da helfen dir Survival-Kits. Survival-Kits bestehen aus Werkzeugen, möglichst qualitativ hochwertige Werkzeuge, die ihre Aufgabe vereinfachen, beispielsweise das Feuer machen, ohne redundant zu sein. Du hast also nicht 3 oder 4 Feuerzeuge dabei, sondern eines und eine Methode, um Wasser aufzubereiten. Das machst du deshalb, weil das Survival Kit so klein und leicht wie möglich sein soll, weil du möchtest es ja im Notfall auch dabei haben und es macht dann nur Sinn, wenn es auch so leicht und so klein ist, dass du es jederzeit mitnehmen kannst. Wie für die vergangene Staffel 2 so ein Survival-Kit meiner Meinung nach aussehen hätte können, erfährst du in diesem Video. Jetzt aber Butter bei die Fische. Kleiner Disclaimer, dieses Video bedeutet nicht, dass ich bei Seven vs. Wild mitmachen werde oder mitmachen würde. Es geht hier allerdings um das erheblich bessere Konzept im Vergleich zur zweiten Staffel. Jetzt sind zumindest Teilnehmer dabei, voraussichtlich zumindest, die sich nicht am ersten oder zweiten Tag dann mit der Machete oder mit der Axt in Fuß und Hand hacken würden. Wir sind allerdings jetzt schon gleich beim Konzept des Survival Kits in einer Nalgene-Flasche. Wie viel Sinn macht das? Wir wollen im Survival Kit die Faktoren Feuer, Nahrung, Shelter, Food abdecken und zwar eigentlich abhängig von der Erfahrung des Teilnehmers. Ob du 2 Tage, 3 Tage draußen bist oder 14 Tage, ist dann eigentlich irrelevant. Wenn der Teilnehmer sehr wenig Erfahrung hat, werden die ersten 2 Tage für ihn genauso die Hölle werden. Nur dann wird es halt später noch unangenehmer. Und wer sich entsprechend vorbereitet hat, der hat weder nach den ersten 2 Tagen große Probleme, noch nach 1 Woche oder nach 2 Wochen. Hier unterscheidet das kurzfristige Überleben sich eben wirklich deutlich vom Überdauern. Deshalb ist es eigentlich relativ egal, ob man das ganze Ausrüstungsmaterial in eine 1-Liter Flasche packen könnte oder nicht. Ich sehe den Sinn dahinter, da kann sich die Community jetzt wirklich Gedanken machen, was sie da selbst reinfüllen würde. Wir schauen uns das jetzt mal an. Und zwar, es wäre sehr viel weniger, als man denkt. Es müssen eben wirklich nur die 4 Faktoren richtig gut abgedeckt werden. Die Flasche sei nicht zum Trinken da, aber wir wollen uns ja an die Regeln halten. Also was brauchen wir wirklich? Zuallererst, wir wollen ja Feuer machen können. Und da ist mein eigentlich einziges Ausrüstungsteil das Ding hier. Ein richtig guter Funkenstahl. Mehr brauche ich nicht zum Feuer machen. Ich brauche keinen Zunder, ich brauche kein weiteres Feuerzeug oder irgendwelche Zunderleinen. Das ist alles, was du brauchst. Insbesondere, wenn du Brennmaterial zur Verfügung hast. Alles andere ist die Frage der Übung. Also, einen guten Flint. Wie du damit umgehst, siehst du hier in diesem Video. Der kommt in mein Survival-Kit. Für die Unterkunft relativ einfach. Hier habe ich einen kleinen, aber robusten Biwaksack. Das ist mein Mountain Equipment Biwaksack aus ziemlich robuster Folie. Der ist super klein, den kriege ich ohne Schwierigkeiten in die Flasche rein. So, also ist kein Problem, den in die Flasche reinzubekommen. Und der schützt mich in den ersten 1 bis 2 Tagen vor Schlagregen, vor Unwetter, vor Unterkühlung. In dieser Zeit habe ich dann mein Lager aufgebaut und ich kann den Biwaksack dann auch aufschneiden und damit beispielsweise das Dach besser abdichten, wenn es nicht ganz regenfest ist. Und das war's eigentlich. Mehr brauche ich nicht. Und hier sprechen wir von vielleicht 150, 200 Gramm, die vor allem auch klein zusammenfaltbar sind.
Das ist etwas, das ich jedem ans Herz legen würde. So ein kleiner Biwaksack, auch im Rucksack dabei haben, wenn ihr irgendwo in den Bergen unterwegs seid. Weil wenn da irgendwie wirklich ein heftiges Unwetter kommt, dann seid ihr damit ziemlich gut geschützt. Genau diese Strategie habe ich übrigens schon viele Male durchexerziert. Auch ganz interessant vielleicht für dich, wenn du aus dem Raum Baden-Württemberg kommst. 2016 habe ich das mit 11 Teilnehmern des sogenannten Schwarzwald-Camps gemacht. Im Hochschwarzwald im November bei Regen und Schnee. Und es war tatsächlich dann möglich, innerhalb von 1 bis 2 Tagen komplett ohne Ausrüstung Notunterkünfte aufzubauen, Feuer zu entzünden, sodass dann auch ohne Schlafsack 10 Tage lang draußen durchgehalten werden konnte. Vom Klima her passt es relativ gut auf den Spätsommer in Alaska oder Kanada. Also wenn es dich interessiert, such mal, ob du die alten Videos dazu noch irgendwo im Internet findest. Wir haben also Feuer, wir haben unsere Notunterkunft. Was machen wir mit dem Wasser? Jetzt haben wir hier natürlich unsere Wasserflasche, mit der können wir Wasser transportieren. Allerdings erhitzen in einer Nalgene-Wasserflasche ist tatsächlich nicht so gut möglich. Die ist dickwandig, da kommt relativ wenig Hitze durch. Und da ist das einfach nicht die richtige Wahl für. Dementsprechend würde ich für die Wasserentkeimung etwas mitnehmen. Und zwar eine kleine Flasche Micropur Forte oder ein vergleichbares Präparat. Bloß kein Filter, also für diese Region und für 14 Tage ist das komplett ausreichend. Bei einem Filter ist das Ausfallsrisiko erheblich höher als bei diesen Flüssigpräparaten. Im borealen Umfeld wirst du aber mit großer Wahrscheinlichkeit Wasser finden, das für den einigermaßen trainierten Magen-Darm-Trakt so trinkbar ist. Also sauberes Wasser, das nicht geklärt werden muss. Achte ein bisschen drauf, ob es in der Region Biber oder andere Nagetiere gibt. In Kanada und in Alaska ist das Biberfieber relativ stark verbreitet. Das wird von den Menschen auf den Biber und dann wieder auf den Menschen übertragen. Da helfen diese Forte-Präparate aber vollständig aus. Damit bist du, was das Trinkwasser angeht, vollständig abgedeckt. Mehr brauchst du nicht. Um die Nahrung mache ich mir tatsächlich am wenigsten Gedanken. Nicht etwa, weil sie unwichtig wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden uns auch noch ziemlich lange mit der Nahrung oder mit der ausgebliebenen Nahrung in der Staffel 2 beschäftigen, in den folgenden Videos. Ich mache mir da weniger Gedanken, weil es eigentlich weltweit mit wenigen Ausnahmen immer möglich ist, ohne Schwierigkeiten genügend Nahrung zu sammeln. Für mich ist eine sehr große Hilfe ein kleines Angelkit, das du vielleicht schon aus der Folge 2 kennst, mit einigen Haken und etwa 30 bis 50 Metern starker geflochtener Angelleine. Damit kann ich Fische fangen, damit kann ich Krebse fangen. Es ist eine sehr, sehr große Hilfe als Bonus, wenn ich weiß, dass es Schlangen und Amphibien und vergleichbare essbare Tiere gibt, breche ich mir noch ein paar Werkzeuge aus meiner Survival-Karte raus, ein paar Spieße, pack die noch mit ein, aber das ist dann wirklich nur Bonus, wenn ich Frösche fangen möchte oder andere Amphibien, wiegt nichts und wenn ich es gut verpacke, dann ist es relativ sicher auch bei mir in der Flasche weggepackt. Feuer, Wasser, Shelter, Food, das wäre alles. Ab jetzt ist es wirklich Luxus, Werkzeuge, Hilfsmittel und mein eigenes Messer passt nicht in die Flasche. Für den Fall, dass ich wirklich nach Alaska, Kanada gehen würde, würde ich mir von meinem Kollegen Roman Kase das Messer kürzen lassen, um mein eigenes Messer mitzunehmen. Ansonsten ein einfaches Folder, ein stabiles Folder, das passt in die Flasche noch rein. Damit bin ich ganz gut ausgestattet, was das Werkzeug fürs Schneiden angeht. Dann meinetwegen eine kleine Drahtsäge, um kleinere Stämmchen umzulegen. Ich brauche keine Bäume fällen. Ich habe das noch nie gebraucht. In den borealen Wäldern, in naturbelassenen Wäldern findest du so viel Holz auf dem Boden. Du brauchst keine großen Werkzeuge. Die Gefahr steigt einfach, dass du dich verletzt. Sowas ist ausreichend. Und dann auch als Hilfsmittel ein bisschen Paracord oder andere Leine. Leinen kannst du auch draußen herstellen, aber das ist einfach, um es zu vereinfachen, zu beschleunigen. Und dann eine Lampe. Dann kannst du auch nachts arbeiten oder auf Toilette gehen.
eine Lampe, die hält lange genug, beispielsweise im Rotlichtmodus, dass du 14 Tage eben wirklich nachts Notfalllicht hast. Mehr brauchst du nicht. Nachts machst du eigentlich keinen Lagerbau, sondern du reparierst das Lager, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Du reparierst vielleicht etwas, wenn es irgendwo durchregnet. Du schaust, ob Tiere kommen. Dafür hast du eine kleine Lampe dabei. Die passt noch rein. Dann eine gute chirurgische Splitterpinzette, falls du Parasiten bekommst, also beispielsweise Grasmilben oder Zecken. Oder wenn du einen Spreißel im Fuß hast, dann kannst du, ohne in Tränen auszubrechen, dir das Ding aus dem Survival-Kit rausholen und kannst dich damit verarzten. Und letztendlich noch Kondome für den Wassertransport, und die Dinger sind ohnehin immer lebensrettend. Das war's schon. Das ist alle Ausrüstung, die ich benötige und die ich einpacken würde. Nur, ob ich die in die Flasche packen würde, ist eine ganz andere Frage. Jetzt magst du vielleicht argumentieren, es wird unbedingt Werkzeug, beispielsweise eine Säge, ein Beil oder eine Axt benötigt, um richtige Hütten zu bauen. Da muss ich sagen, es geht eigentlich um die Erfahrung, wie du mit dem Material umgehst. In der letzten Staffel haben wir gesehen, dass mit dem Großwerkzeug, das dabei war, schlicht und einfach nicht richtig umgegangen wurde. Man ist dann damit rumgelaufen, man hat es nicht richtig einsetzen können, weil die Erfahrung gefehlt hat. Oder was hilft die beste Axt, die beste Säge, wenn du als Laie in Verkennung deiner Lage das ganze Material eingräbst und dann eben 14 Tage ohne Säge vor dich hinfrierst? Das macht einem auch keinen großartigen Unterschied mehr. Also hier geht es wirklich darum, nimm das kleine Survival-Material, geh raus und trainiere unmittelbar damit bei Wind, bei Sonne, bei Regen, was sich eben gerade ergibt. Du brauchst die Erfahrung, mit diesem Material umzugehen, und da brauchst du nicht mehr, du brauchst weniger, und damit musst du umgehen können. Alleine dieses Training ist es, das den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bei so einem Projekt ausmacht. Mein Take wäre also: Nimm das Material, trainiere, informiere dich über Pflanzen und Tiere, die es vor Ort gibt. Lies Bücher über Trinkwasserbeschaffung, über Tierjagd. Lerne, ein Tier zu schlachten. Das sind die Dinge, die dir helfen. Kauf nicht Material ein. Ich weiß, es sind alles Gear-Junkies, die gerne Sachen einkaufen. Ich habe dir auch alle Materialien unten als Affiliate verlinkt. Aber unabhängig davon, du brauchst es nur dann, wenn du damit umgehen kannst. Letztes Wort zur Flasche. Ich finde die Idee, ehrlich gesagt, einigermaßen mäßig. Warum? Die Flasche ist fest, die ist hart. Wenn du dein Material mit dir rumschleppst und du stürzt und du fällst da drauf, brichst du dir die Rippen. Meine Empfehlung wäre: Nimm eine einfache Tasche. Da passt genau dasselbe rein. Nimm eine 1-Liter-Tasche und dazu packst du so eine Faltflasche rein. Damit hast du dasselbe, kannst das Material aber viel besser transportieren, verletzt dich nicht, und jetzt habe ich schon wieder ein Déjà-vu. Naja, was ist mit dir? Bei welchen Gegenständen gehst du konform? Bei welchen sagst du, nee, da würdest du was anderes nehmen? Schreib es mir unten in die Kommentare. Ebenfalls, ob du Axt und Säge, also große Werkzeuge, die da nicht reinpassen, mitnehmen würdest. Oder ein Sägeblatt hier reinwickeln, meines Erachtens nicht notwendig, Overkill. Schreib es mir unten rein. Ansonsten, nimm dein Survival-Kit, geh damit trainieren, geh raus, mach's gut. Bleib gesund.